Und vom High-Speed-Sport kommen wir jetzt zur High-Speed-Kultur, zur Hochgeschwindigkeitskultur, könnte man sagen. Sie gilt als die österreichische Operette, die oft gespielte Fledermaus von Johann Strauss' Sohn. Sie ist ein Feuerwerk an Intrige, Humor, Champagner und Walzerseligkeit. Und sie ist auch reichlich gespickt mit musikalischen Urwürmern. Heute wird das Werk zum Saisonfinale im Musikverein Steiermark in Graz gegeben und wir waren bei der Generalprobe. Hochkarätig besetzt und mit riesengroßen Aufwand wird die Fledermaus szenisch konzertant auf die Stephaninsaalbühne gebracht. Das ORF RSU Wien, Arnold Schönberg Chor und natürlich alle Solisten kommen hier heute bei der Generalprobe das erste Mal zusammen. Gesangsstars wie Mauro Peter, Christiane Karg oder Michael Schade sind in dieser besonderen Produktion erstmals in den Rollen zu erleben. Denn es ist ja eigentlich nicht nur eine Operette, es ist auch eine Kabarette. Wie setzt du dieses Kabarettistische in einem Konzert durch? Und das war schon eine starke Herausforderung. Ein österreichischer Beamter weiß, wann er wegzuschauen hat, damit er sich am nächsten Tag durch den Spiegel schauen kann. Klamauk und musikalische Finesse machen die besondere Mischung der Fledermaus aus. Es ist ein Traum für uns alle, hier die Fledermaus zu spielen. Nicht umsonst ist das so bekannt und hat alles. So viel Tiefgang, so viel Heiterkeit, so viel Romantik. Mehr Schein als Sein wohnt allen Charakteren der Fledermaus inne. Warum ist diese Operette auch nach 150 Jahren noch so beliebt? Wenn wir jetzt die Gesellschaft einmal ausblenden, die sich natürlich in den letzten 150 Jahren ein bisschen verändert hat, in der Fledermaus wird gesoffen, gelogen und also Liebe gemacht. Und das ist eigentlich immer aktuell. Und schuld ist ja immer nur der Champagner bei der Fledermaus und dem aufwendig frisch-fröhlichen Saisonabschluss im Musikverein.